immer mehrsprachige Lernumgebungen im Fremdsprachenunterricht. Jetzt könnte man ja zunächst mal sagen, was soll denn das? Der Fremdsprachenunterricht ist doch sowieso irgendwie schon mehrsprachig. Was ist denn da Besonderes dran? Fremdsprache ist ja zunächst mal eine andere Sprache als das, was die Schülerinnen und Schüler hier mitbringen in den Unterricht. Bei mir geht es aber tatsächlich um genau die Frage, wie viele Sprachen bringen die denn eigentlich schon mit und was tut das denn mit dem Fremdsprachenunterricht? Tut es da überhaupt irgendetwas? Also gibt es da Veränderungen? Schauen wir darauf? Müssen wir irgendetwas berücksichtigen? Unterscheiden sich hier Lernende mit mehreren Sprachen von denjenigen, die nur eine Sprache mit in den Fremdsprachenunterricht bringen? Und wie können wir hier vielleicht auch den Fremdsprachenunterricht gestalten, um genau da solche Differenzen auch mit aufzugreifen und ganz bewusst auch mit aufzunehmen und den Fremdsprachenunterricht entsprechend zu verändern? Dass Mehrsprachigkeit Vorteil haben kann, das zeige ich Ihnen hier ganz kurz. Wir sehen also, mehrere Sprachen zu sprechen kann unter Umständen lebensrettend sein, aber nicht nur das, sondern es ist auch so, dass Mehrsprachigkeit zunächst einmal als solche gefasst wird, die überhaupt ein Individuum, sozusagen eine Person haben kann, die einerseits lebensweltlich erworben wurde oder im fremdsprachlichen Unterricht ganz bewusst entwickelt worden ist. Das heißt, wir haben einerseits sozusagen Personen, die von zu Hause aus vielleicht schon ein oder zwei Sprachen mitbekommen, Personen, die im Kindergarten schon eine zweite Sprache erwerben oder auch erlernen. Beides ist im Kindergarten der Fall, aber beispielsweise im fremdsprachlichen Unterricht, wo es doch sehr gezielt und sehr gesteuert zugeht mit dem Ziel, dass wir eine Fremdsprache lernen. Auch hier sozusagen bewegen wir uns auf das Ziel der individuellen Mehrsprachigkeit. Damit verbunden ist auch eine vielsprachige Gesellschaft und damit verbunden eben auch mehrsprachige Kommunikationsvorgänge. Wir unterscheiden deshalb also immer zwischen einer individuellen Mehrsprachigkeit, die jemand haben kann, mitbringt oder erwirbt oder auch sich aneignet, und einer Gesellschaft, in der sozusagen Mehrsprachigkeit als Phänomen erkannt wird. Wenn wir jetzt mal von diesem Inselbeispiel ausgehen und sagen, ach, das ist ja ganz schön, wenn wir sozusagen mehrere Sprachen sprechen, in unserer Gesellschaft ist es wunderbar, wenn wir mehrere Sprachen zur Verfügung haben, wenn ein Individuum viele Sprachen spricht, dann haben wir das ja immer auch im Lebenslauf stehen, ja, wird ja auch sehr häufig mit angegeben, welche Sprachen man alle so spricht. Und da ist es umso erstaunlicher, wenn wir jetzt beispielsweise eine sehr junge Studie haben von 2020, Binanzer und Jessen, die hier 308 Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe 2 befragt haben und mal wissen wollten, wie ist denn so die Wertschätzung eurer Mehrsprachigkeit im Unterricht? Und da kommt nicht so was richtig Schönes bei raus. Die Jugendlichen sagen nämlich, naja, also seitens unserer Lehrkräfte erfahren wir hier nicht so wahnsinnig viel Wertschätzung. Und zwar geht es hier um das Thema migrationsbedingte Mehrsprachigkeit. Es geht also hier erstmal nicht um das Thema Englisch, Französisch, Spanisch, das, was wir so unter modernen Fremdsprachen verstehen, das, was wir in der Schule gerne lernen, sondern es geht hier um die Sprachen, die die Jugendlichen mitbringen in die Schule. Und das sind sehr häufig Sprachen wie Türkisch, Polnisch, auch Italienisch, aber natürlich jetzt auch zunehmend arabische Sprachen. Und wir sehen hier sozusagen, wird nicht mehr so richtig damit angegeben und es wird sozusagen auch nicht so richtig wertgeschätzt. Das kennen wir im Fremdsprachenunterricht schon des Längeren. Schon 2007 hat Katrin Kollmeier in einer Studie im Kontext des Fremdsprachenunterrichts festgestellt, Mehrsprachigkeit wird weder negiert noch in irgendeiner Form nutzbar gemacht. Es stört keinen weiter, aber es freut eben auch keinen sonderlich. Und auch das war sozusagen eine Studie, die hier mit Fremdsprachenlehrkräften durchgeführt wurde. Adelheid Hu hat 2010 gesagt, während für die Schülerinnen Mehrsprachigkeit und ihre sprachlich-kulturelle Identität sehr zentrale Kategorien darstellen, die sie sehr wohl interessieren, spielen diese für Fremdsprachenlehrkräfte häufig keine Rolle. Und das muss man Fremdsprachenlehrkräften nicht wirklich zum Vorwurf machen, aber es ist zunächst mal eine Erkenntnis. Ja, wir bewegen uns sehr häufig im Fremdsprachenunterricht in der englischen, spanischen, französischen Sprache und machen uns vielleicht sehr wenig Gedanken darüber, welche Sprachen da eigentlich noch im Klassenzimmer vorhanden sind. Also auch im Fremdsprachenunterricht eher das, was Podiater hier auf europäischer Ebene feststellt,
While sociopolitical, psycholinguistic and didactic arguments emphasize the importance of a multilingual education approach, the prevailing political, institutional and professional mindset in many European countries remains a monolingual one. Und Ingrid Gogolin hat ja den Begriff des monolingualen Habitus geprägt, der auch hier immer wieder im Fremdsprachenunterricht, im Zweitsprachenkontext auftaucht, aber natürlich auch bei uns im Deutschunterricht ebenso, aber auch im Spanisch oder im Fremdsprachenunterricht Englisch. Einsprachigkeit scheint also sozusagen so ein bisschen das Phänomen zu sein, was sich hier durch den Unterricht zieht. Und wir fragen uns natürlich, warum ist das der Fall und macht das überhaupt noch Sinn, wenn wir doch sehen, dass Mehrsprachigkeit nicht nur lebensrettend sein kann, sondern vor allen Dingen ja auch mit der Identität von Personen zusammenhängt und vor allen Dingen einfach auch ein wichtiger Bestandteil unserer Persönlichkeit ist. Es gibt Hoffnung und es gibt sozusagen Licht am Ende des Tunnels. Vielleicht hat es der ein oder die andere von Ihnen zu Hause stehen, das Handbuch Fremdsprachenunterricht. Wenn Sie Fremdsprachen studiert haben, sind Sie da nicht umhin gekommen, ein solches Buch sich anzuschaffen. Das gibt es sozusagen schon seit vielen, vielen Jahrzehnten und es wird immer wieder neu aufgelegt. Die letzte Variante und letzte neue Version ist von 2016. Und hier können wir sehen, dass das Thema Mehrsprachigkeit im Kontext fremd- und zweitsprachlicher Lernprozesse durchaus an Fahrt aufgenommen hat. Während wir 2007 ein einziges Kapitel finden zum Thema Mehrsprachigkeit in diesem Handbuch, nämlich unter dem Schlagwort Mehrsprachigkeit als Erwerbstyp, also erstmal die Feststellung, aha, es gibt Leute, die erwerben sozusagen mehr als eine Sprache. Was machen wir denn damit? Das erklären wir hier. Gibt es 2016 schon mehr Kapitel und zwar in unterschiedlichen Dimensionen. Das Thema Mehrsprachigkeit wird einerseits weiterhin als Erwerbstyp erfasst, aber es geht auch um die Frage der Integration von Herkunftssprachen im Fremdsprachenunterricht, sprich also, wie können wir diese Mehrsprachen oder die vielen Sprachen, die Kinder und Jugendliche mit in die Schule bringen, auch in den Fremdsprachenunterricht mit einbeziehen. Und es gibt das Thema Vernetzung von Sprachen und hier geht es vornehmlich um die Vernetzung der verschiedenen Fremdsprachen, die auch wiederum in der Schule angeboten werden. Wie können wir hier Zusammenhänge und Vernetzungen herstellen und bestmöglich sozusagen das auch noch mit der Integration von Herkunftssprachen in Verbindung bringen? Also es hat sich doch was getan und wenn wir hier mal schauen, 2019, 2020 sind ganze Handbücher zu diesem Thema erschienen, das Handbuch Mehrsprachigkeits- und Mehrkulturalitätsdidaktik, ein Handbuch Mehrsprachigkeit und Bildung. Hier geht es nicht alleine um das Thema, wie werden Mehrsprachen oder viele Sprachen im Fremdsprachenunterricht eingesetzt oder wie können sie sozusagen genutzt werden, sondern hier geht es natürlich um das Thema Mehrsprachigkeit im gesamten Bildungssektor. Aber wir sehen, auch auf internationaler Ebene hat dieses Thema wirklich an Bedeutung gewonnen. Wir sehen hier 2014 sind gleich zwei Bücher entstanden im europäischen Raum, nämlich einmal The Multilingual Turn in Languages Education. Und mit dem gleichen Titel fast ein weiteres Buch, The Multilingual Turn. Hier, auch hier geht es um bilinguale Erziehung, es geht aber auch um Fremd- und Zweitsprachenunterricht. Also wir sehen, dass sozusagen das Thema Mehrsprachigkeit und in diesem Fall sozusagen der mehrsprachige Wandel oder The Multilingual Turn eben, dass das ein Thema ist, was offensichtlich doch von großem Interesse ist. Die Frage ist, woran liegt das? Und genau das ist sozusagen auch der erste Punkt der Gliederung, der Punkte, die ich mit Ihnen heute hier gerne durchgehen möchte. Zum einen die Frage, was sind denn jetzt nun die Gründe für ein steigendes Interesse an diesem Thema? Warum denn Mehrsprachigkeit sozusagen auch im Kontext fremdsprachiger Lehr- und Lernprozesse? Wen interessiert das überhaupt und warum interessiert es plötzlich irgendwen, während es ja sehr lange, wie wir im Handbuch Fremdsprachenunterricht gesehen haben, nicht so wirklich von Interesse war? Damit verbunden dann auch die Frage, was sind denn dann die fachdidaktischen Überlegungen und was sind auch praktische Umsetzungsmöglichkeiten zur Förderung von Mehrsprachigkeit im Fremdsprachenunterricht? Was gibt es da schon? Was sagt die Forschung in Bezug auf, wie sinnvoll ist das Ganze überhaupt? Und damit verbunden dann auch Implikationen für die Lehrkräftebildung. Was müssen also Lehrkräfte vielleicht auch mitnehmen? Was können wir selber auch hier sozusagen einbringen? Aber auch das Thema Lehrerfort- und Weiterbildung. Was kann hier vielleicht auch nochmal von Interesse sein? Und da würde ich gerne ein kurzes Beispiel zeigen aus einer Lehrerfortbildung, die wir konzipiert haben im Rahmen eines größeren Projektes an unserer Uni. Und da erste Stimmen auch von Lehrkräften, die sich hier reinbegeben haben und berichten davon, wie sie sozusagen damit auch jetzt umgehen im Unterricht, was sie gelernt haben. Wenn wir uns mal
die Gründe anschauen, was sind sozusagen Gründe, warum mehrsprachige Kompetenzen jetzt überhaupt auch im Bildungssystem von Interesse sind. Natürlich leben wir in einem vereinten Europa und wenn wir uns die Agenda von 2001 des Europarates anschauen, dann heißt es eben, wünschenswert ist es, dass jede europäische Bürgerin, jeder europäische Bürger mindestens neben seiner eigenen ersten Sprache noch zwei weitere Sprachen lernt. Langfristig heißt es, verfolgt die Kommission das Ziel, die individuelle Mehrsprachigkeit zu fördern, bis alle Bürgerinnen zusätzlich zu ihrer Muttersprache über praktische Kenntnisse eben in mindestens zwei weiteren Sprachen verfügen. Nicht umsonst haben wir eben auch Fremdsprachenunterricht an unseren Schulen angelegt. Und hier können wir sehen, Mehrsprachigkeit ist also ein gezieltes, ein bewusstes europäisches Bildungsziel, was wir auch erkennen können, in allen europäischen Ländern gefördert wird, inklusive eben auch in Deutschland. Mehrsprachigkeit auf der anderen Seite wird aber eben auch als individuelle Voraussetzung, als Bildungsvoraussetzung gesehen und erfasst. Und auch hier haben wir ja sozusagen jetzt in einem neuen Dokument des Europarates, verbunden mit dem europäischen Referenzrahmen, den Sie ja vielleicht kennen, den es schon sehr lange gibt, aber der eine Überarbeitung erfahren hat, sehen wir hier, dass wirklich auch darauf hingewiesen wird, dass wir jetzt die sprachlichen Ressourcen und auch die kulturellen Ressourcen von Schülerinnen und Schülern mit einbeziehen sollen. Denn das ist sozusagen die Idee dahinter, nicht nur eine mehrsprachige Gesellschaft zu generieren, sondern auch die mehrsprachige Gesellschaft, die Individuen, die wir haben, hier im Bildungskontext auch mit zu berücksichtigen. Der Grund, den wir sozusagen hier in Deutschland natürlich auch haben, um uns ganz gezielt nochmal mit diesem Thema zu befassen und auch zu überlegen, wie können wir Mehrsprachigkeit im Kontext von Unterricht gut mit einbinden, warum sollten wir das tun, hängt sicherlich natürlich auch damit zusammen, dass wir versuchen, hier Integration vorzunehmen. Wenn wir uns die Zahlen anschauen, wie viele Flüchtlinge wir aufgenommen haben, dann sehen wir hier einen deutlichen Anstieg, auch von 2006 an wurden es sozusagen immer mehr. Es gab dann natürlich die große Welle 2016, dann einen leichten Rückgang. Aber wir können eben erkennen, dass dieses Thema, und wenn man das sozusagen zeitlich jetzt auch mal fasst mit den Neuerscheinungen, die dann in den Büchern sozusagen auch hier im Handbuch Fremdsprachenunterricht 2016 zu erkennen sind, dann können wir sehen, da gibt es sozusagen schon Überlappungen in diesem Bereich, dass es dieses Thema hier durch das Thema Integration einfach nochmal stärker in den Mittelpunkt gerückt ist. Integration bedeutet, dass wir uns damit befassen, welche ausländische Bevölkerung lebt denn bei uns, wen haben wir sozusagen bei uns in der Gesellschaft. Wir sehen hier von 83 Millionen Einwohnern haben wir hier roundabout 14%, die hier einer ausländischen Bevölkerung entsprechen. Allerdings müssen wir hier jetzt auch dazu sagen, dass wenn wir von einer ausländischen Bevölkerung sprechen, beziehungsweise auch von Migrationshintergrund, damit nicht immer gleich gemeint ist, dass die Personen auch mehrsprachig sind. Also das müssen wir hier einmal differenzieren. Wenn wir hier beispielsweise sehen, in diesem Auszug aus dem Eurodice-Bericht, die Kriterien, die sozusagen hergenommen werden, um zu bestimmen, was sozusagen, welche Sprachen Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund mit in den Unterricht bringen, dann werden wir hier in Deutschland nicht wirklich fündig. Da fehlt nämlich genau eben auf der Ebene sozusagen die Erstsprache, die wird hier in diesem Fall gar nicht mit erfasst, sondern wir können hier sozusagen nur die Staatsangehörigkeit sehen. Wir sehen auch hier die Staatsangehörigkeit der Eltern und wenn die sozusagen eine ausländische Staatsbürgerschaft haben, dann haben auch automatisch die Kinder sofort einen Migrationshintergrund. Das heißt also hier sozusagen mit diesen Zahlen kommen wir nicht so richtig weit. Allerdings gibt es da dann jetzt mittlerweile doch auch ein paar detailliertere und bessere Zahlen. Wir können hier zumindest schon mal erkennen, was ist der Anteil der Kinder, die im Inland und im Ausland geboren sind. Hier geht es um Schülerinnen und Schüler der vierten Jahrgangsstufe, eine Statistik von 2016. Und hier sehen wir das hier praktisch die Aufteilung, wer ist im Ausland geboren, wer ist im Inland geboren. Und da sehen wir, dass es doch einen relativ hohen Anteil eben von Kindern im Inland geboren gibt und wir damit sozusagen dann ja auch nicht genau wissen, welche Sprachen diese Kinder sprechen.
Deshalb sind natürlich dann solche Übersichten wirklich sehr hilfreich, wenn es Erfassungen gibt, wo wir sehen, welche Sprache sprechen denn die Kinder zu Hause. Also sprechen sie die Unterrichtssprache auch zu Hause oder sprechen sie die nicht zu Hause? Und hier können wir sehen, dass wir in Deutschland auch wieder einen Anteil haben von 16,6%, die Unterrichtssprache Deutsch nicht zu Hause sprechen. Und das hilft uns in dem Fall dann natürlich schon mal weiter, weil da können wir sehen, die sprechen offensichtlich eine andere Sprache zu Hause und entsprechend müssen wir davon ausgehen, dass diese Kinder mehrsprachig in der Schule ankommen, weil sie entweder schon durch den Kindergarten gegangen sind oder natürlich Berührungspunkte mit der deutschen Sprache außerhalb des Haushaltes hatten. Wenn wir uns dann sozusagen weiter in die Frage begeben, was machen wir sozusagen mit der Information, dann müssen wir dann auch zur Kenntnis nehmen, dass es eine hohe Bildungsbenachteiligung von Kindern mit Migrationshintergrund in unserem Schulsystem gibt. Und dazu haben Sie ja in den letzten Wochen in dieser Vortragsreihe auch schon einiges gehört. Und wir können eben sehen, dass dies vor allen Dingen die Kinder betrifft, die eben einen Zuwanderungshintergrund haben, die hier in sämtlichen Vergleichsstudien einfach in verschiedenen Bereichen, insbesondere in der Lesekompetenz beispielsweise, sehr viel schlechter abschneiden. Die Bildungsbenachteiligung von Kindern mit Migrationshintergrund wird auch sichtbar in den verschiedenen Schulformen. Wenn wir hier jetzt beispielsweise sehen, wie viele Kinder und Jugendliche an einer Hauptschule landen, dann können wir sehen, dass hier sozusagen der Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund deutlich höher ist, als das der Fall ist bei Kindern, die keinen Migrationshintergrund haben. Und auch wenn wir hier natürlich an dieser Übersicht sehen können, dass das etwas besser geworden ist, dass sozusagen weniger Kinder mittlerweile eine Hauptschule besuchen, dass sich das innerhalb der letzten 20 Jahre doch nochmal verändert hat, können wir hier immer noch sehen, dass an den Hauptschulen sozusagen im Vergleich zu allen anderen Kindern, die eben keinen Migrationshintergrund haben, der Anteil einfach immer noch sehr hoch und auch viel zu hoch ist, sodass wir davon ausgehen können, dass es eben eine Bildungsbenachteiligung dieser Kinder und Jugendlichen gibt. Sprich also, wenn wir uns das so anschauen, dass es eben diese Bildungsbenachteiligung gibt, dass es Kinder gibt, die eben mit mehr als einer Sprache schon in den Grundschulunterricht starten und die Mehrsprachigkeit dann eben auch mit in den Fremdsprachenunterricht nehmen, kommen wir sozusagen nicht umhin, uns mit der Frage zu befassen, wie wollen wir damit umgehen? Was können wir sozusagen auch im Bereich des Sprachenlernens und des Fremdsprachenunterrichts tun, um genau erstmal diesen Status quo, den wir da vorfinden, nicht zu ignorieren, sondern bestmöglich sozusagen aufzugreifen? Natürlich gibt es dann auch, wenn so eine Frage losgetreten wurde, immer mehr Forschungsergebnisse, die auch dann dazu führen, dass wir uns hoffentlich dann auch die richtigen weiteren Fragen stellen. Und wenn wir uns hier die Bibliografie moderner Fremdsprachenunterricht anschauen, der letzten, ja auch sagen wir mal 15, 16 Jahre, können wir erkennen, dass wesentlich mehr Forschungsarbeiten auf der Ebene von Dissertationen, Habilitationen entstanden sind, die sich mit dem Thema Mehrsprachigkeit im Kontext des Fremdsprachenunterrichts auseinandersetzen. So als Initialzündung, das war so Anfang der 2000er, war das wahnsinnig interessant. Man konnte plötzlich Gehirnaktivitäten von Mehrsprachigen beobachten, indem man sie in den Computertomographen geschickt hat und man hat sie hier Tagesabläufe verbalisieren lassen. Da können wir hier in der oberen Reihe die Gehirnaktivitäten von Frühmehrsprachigen sehen. Das sind Kinder, die drei Sprachen bereits vor ihrem dritten Lebensjahr erworben haben. Und Sie sehen sozusagen in diesen farbigen Markierungen, wo in den Gehirnarealen, wo diese Sprachen aktiviert werden. Und dann sehen wir praktisch hier oben in Orange die Erstsprache, in Blau die Zweitsprache und in Grün die dritte Sprache. Und wir sehen dasselbe dann unten nochmal im Gehirn eines Spätmehrsprachigen, also Kinder, die zu einem späteren Zeitpunkt diese drei Sprachen erworben haben. Und wir sehen, dass es hier sozusagen eine etwas diffusere Verteilung dieser Sprachen gibt. Also während hier, und das kann man hier nochmal ganz schön sehen, wir sprechen hier auf der rechten Seite, wenn Sie meinen Zeiger sehen, das ist das sogenannte Broca-Areal, da werden die Sprachen aktiviert. Und wir sehen hier eine sehr starke Überlappung dieser drei Sprachen.
was damit verbunden ist, dass die Mehrsprachigen einen sehr schnellen Zugriff auf diese Sprachen haben, hohe kognitive Kontrolle, die damit verbunden ist. Und wir sehen hier bei den etwas später Mehrsprachigen, dass hier sozusagen nochmal eine andere Verteilung zu finden ist. Ja, das ist sozusagen alles neuronales Substrat, was hier aktiviert angezeigt wird. Und wir sehen, dass es da sozusagen Unterschiede gibt. Mit solchen Ergebnissen kann man natürlich arbeiten, weil das erst zunächst mal uns zeigt, aha, es scheint hier Unterschiede zu geben, je nachdem, wann ich sozusagen meine erste und zweite und meine dritte Sprache so erwerbe und erlerne, hat das unter Umständen auch Auswirkungen auf den Lernerfolg und den Anwendungs- und Nutzenerfolg sozusagen von den Sprachen, die dann nachgelernt sind. Hierzu ist allerdings zu sagen, dass das natürlich Aufnahmen sind von Kindern und Jugendlichen, die wirklich sehr früh diese Sprachen erworben haben, also nicht im schulischen Kontext erstmal, sondern wirklich auch auf natürlichem Wege. Und dass wir das natürlich nicht vergleichen können mit Kindern, die sozusagen jetzt Deutsch beispielsweise als Erstsprache haben und dann Englisch in der Grundschule lernen. Also da sollten wir sozusagen keine falschen Schlüsse draus ziehen. Aber diese Forschungsergebnisse führten und führen dazu, dass man sich eben die Frage gestellt hat, wie muss sozusagen so ein Mehrsprachigkeitsmodell aussehen, getrieben von der Frage, wenn ich sozusagen eine Fremdsprache lerne, welche Bedeutung hat es denn dann, wenn ich schon mehr als eine Sprache sozusagen mit in diesen Unterricht nehme? Also sozusagen, es ist ein Unterschied, ob ich eine L1, eine Erstsprache habe und dann die Fremdsprache als L2, als zweite Sprache lerne, oder ob ich sozusagen schon zwei Sprachen habe und dann eben die Fremdsprache als dritte Sprache, als L3 lerne. Und genau diese Frage sozusagen wurde versucht zu beantworten, wird immer noch versucht zu beantworten. Und hier gucken wir sozusagen aus der Forschungsperspektive auf sehr unterschiedliche Aspekte. Wir gucken sozusagen einmal so auf neurophysiologische Faktoren, also die generelle Spracherwerbsfähigkeit spielt hier eine Rolle, in welchem Alter wird sozusagen auch, kommt dann die Fremdsprache dazu, die gelernt wird. Dann gucken wir uns lernerexterne und interne Faktoren, auch Emotionen an beispielsweise, kognitive Faktoren wie Sprachbewusstheit, ist da sozusagen mehr vorhanden bei jemandem, der schon zwei Sprachen spricht, wenn er in die Grundschule, in den Fremdsprachenunterricht kommt. Und dann eben natürlich auch fremdsprachenspezifische Faktoren. Also werden hier beispielsweise andere Sprachlernstrategien an den Tag gelegt von den Mehrsprachigen als von den Einsprachigen und so weiter und so fort. Sie sehen, es ist eine ganze Palette an Fragestellungen, die damit sozusagen auch aufgeworfen werden. Aber zunächst mal sozusagen die Feststellung, das Lernen einer Fremdsprache, wenn ich schon zwei Sprachen oder drei Sprachen vorab gelernt habe, ist sozusagen ein anderes Phänomen, als wenn ich nur mit einer Sprache in diesen Unterricht komme. Das sozusagen erstmal ohne Bewertung, aber dennoch hat es sozusagen auch Anfang der 2000er und sicherlich auch schon vereinzelt vorher, aber da fing das, hat es wirklich so ein bisschen an Fahrt aufgenommen, die Frage, ist nun Mehrsprachigkeit eher eine Chance oder eine Hürde im Kontext fremdsprachlicher Lernprozesse? Lange Zeit ging man davon aus, ja, wer schon zwei Sprachen kann, der ist automatisch auch irgendwie besser, wenn er eine Fremdsprache lernt. Und da waren aber viele Fragezeichen und auch viele Bedingungen, die sozusagen da nochmal in Frage gestellt werden müssen, weil man diese Frage so pauschal nicht beantworten kann. 2003 hat Zenos gesagt, letzten Endes können wir erstmal keine großen Unterschiede feststellen. Wenn wir so übergreifend mal gucken, was bei den Studien so rauskommt, können wir die Frage, ob jetzt Mehrsprachigkeit ein Vorteil ist oder ein Nachteil im Fremdsprachenunterricht, im schulischen Fremdsprachenunterricht, können wir so pauschal nicht beantworten. Wir sehen hier sozusagen keine großen Unterschiede. Sie hat auch gesagt, letzten Endes gibt es hier sehr unterschiedliche Ergebnisse und diese Ergebnisse hängen immer auch mit unterschiedlichen Bedingungen zusammen. Also auch hier können wir nicht sagen, ja, ist auf jeden Fall so. Jeder, der schon zwei Sprachen spricht, wird auf jeden Fall ein Top-Fremdsprachenlerner. Wir können aber auch nicht behaupten, dass es nicht so ist. Das heißt, da gibt es offensichtlich noch andere Faktoren, die hier mit zu berücksichtigen sind. Wenn wir uns dann jetzt mal anschauen, was sind denn so die großen Studien, die sich dieser Frage eben auch gewidmet haben, da ist allen voran die DESI-Studie zu nennen, die Ihnen vielleicht ein Begriff ist, 2009, da wurden ja eben deutsch- und englische Schülerleistungen und Schülerinnenleistungen erfasst.
Und hier konnten wir sehen, dass sozusagen nach Kontrolle des sozioökonomischen Hintergrundes, dass die Schülerinnen und Schüler, die einen mehrsprachigen Hintergrund hatten, Vorteile hier aufgezeigt haben im Bereich des Englischunterrichts. Es gibt andere Studien, inklusive meiner eigenen Dissertation, aber auch die Evening-Studie von 2009, die nicht im Sekundarstufenbereich geschaut haben, sondern im Grundschulbereich, allerdings ohne Kontrolle des sozioökonomischen Hintergrundes und entsprechend Nachteile identifiziert haben, die sozusagen sich hier gezeigt haben für die mehrsprachigen Kinder im Fremdsprachenunterricht. Ähnliche Ergebnisse haben auch die Studie von Wilden und Porsche ergeben. Auch hier keine Kontrolle des sozioökonomischen Hintergrundes. Aber es gibt auch andere Studien, wie beispielsweise jüngere Studien von Oerling et al. In Österreich entstanden, die den sozioökonomischen Hintergrund miterfasst haben und dennoch sozusagen dazu kommen, dass hier Nachteile aufgedeckt werden von mehrsprachigen Lernenden in Bezug auf das Lernen einer Fremdsprache. Dann gibt es andere Ergebnisse, die zeigen, dass am Anfang sozusagen die Mehrsprachigen erstmal einen Vorteil haben, dieser Vorteil dann aber sozusagen über einen längeren Zeitraum wieder weicht, sprich am Ende von der Grundschulzeit zeigen die Kinder einen Vorteil und dann kommen sie in die Sekundarstufe und am Ende von, dann bei der Element-Studie ist es am Ende von Klasse 6, zeigen die Kinder noch Vorteile und dann sozusagen innerhalb von 2 Jahren gehen diese Vorteile dann aber zurück. Das sind natürlich alles Studien, die eben unterschiedliche Ergebnisse zeigen, die sehr viele Fragen aufwerfen, nämlich immer die Frage, und Frau Hardy hat es am Anfang schon gesagt, was sind denn dann so optimale Bedingungen? Denn das ist so das, wo wir in unserer eigenen Forschung auch zu dem Schluss kommen. Letzten Endes muss man sagen, dass wer mehrsprachig ist, durchaus positive oder eine gute Disposition hat, hier auch ein guter Fremdsprachenlerner, eine gute Fremdsprachenlernerin zu werden. Das gilt allerdings sozusagen nicht pauschal und für alle. Aber die Frage ist sozusagen, wie können wir Bedingungen herstellen, damit wir genau diese Lernenden und diese vielleicht auch Potenziale, die sie mitbringen, wie können wir die sozusagen fördern? Singleton und Aronin haben schon 2007 gesagt, the experiential profile of multilingual learners provides them with especially favorable conditions to develop awareness for the social and cognitive possibilities, which their particular situation affords them. Mit anderen Worten, hier wird auch davon ausgegangen, dass wer mehrsprachig ist, sozusagen schon ein Mehr an Sprache und auch Sprachenkenntnis, Sprachbewusstheit hat. Und letzten Endes müssen wir jetzt eben schauen, wie können wir die Lernumgebung so gestalten, dass wir dieses Potenzial, was vorhanden ist, auch wirklich gut nutzen und ausschöpfen können. Shostak hat in einer etwas größer angelegten Studie festgestellt, dass eben diese Lernumgebung, diese positiven Lernumgebungen, wie wir sie bräuchten, noch nicht da sind. Ich gebe Ihnen einen Moment Zeit, das selbst zu lesen. In diesem Falle geht es um das Thema Peer Learning, also wie können sozusagen auch Kinder miteinander lernen und untereinander auch von ihren verschiedenen Sprachen profitieren. Und auch hier sozusagen nochmal die Aussage, wenn wir sozusagen kein Angebot machen von Schulseite, von Unterrichtsseite, von Lehrkraftseite, dass diese Sprachen genutzt werden sollen und wie sie genutzt werden können, wie es strategisch irgendwie auch Sinn macht, dann ist sozusagen auch dieses Mehr an Sprache nicht wirklich hilfreich oder förderlich für irgendetwas. Wir müssen also ganz konkrete Angebote schaffen als Lehrkräfte und uns genau überlegen, wie wollen wir eigentlich didaktisch damit umgehen, dass sozusagen da ein Mehr an Sprache da ist. Und da bin ich auch schon bei meinem zweiten Punkt, nämlich die Frage, wie können wir sozusagen hier fachdidaktisch das Ganze gestalten? Wie können wir mehrsprachige Lernumgebungen im Fremdsprachenunterricht gestalten, damit es von Vorteil ist? Hier greifen wir schon auf lange Erfahrungen im Kontext des bilingualen Unterrichts zurück. Das ist ja im Prinzip auch, da war schon sehr lange die Frage, wie bringen wir oder nehmen wir da die Muttersprache, die deutsche Sprache auch mit ein, wenn der Unterricht komplett auf Englisch gestaltet ist. Aber wir haben sozusagen auch einfach nochmal andere Ansätze, Überlegungen, die nicht nur aus Deutschland, sondern eben auch international die Frage, die hier gestellt wird auf didaktischer Ebene, wie können wir sozusagen vorhandene Sprachen mit in den Unterricht mit einbeziehen.
Da gibt es sehr viele unterschiedliche Ansätze dazu. Und ich würde sagen, in der Fremdsprachendidaktik, da kämpfen immer so zwei Herzen und zwei Linien gegeneinander, nämlich einmal sozusagen diese Idee, dass Englisch natürlich auch der Türöffner ist für Mehrsprachigkeit als Bildungsziel, also so die erste Sprache oder erste Fremdsprache, die viele Kinder auch lernen, verbunden sozusagen mit dem Wunsch, so eine Art Native-Likeness als Unterrichtsziel eben auch zu erreichen. Also je britischer oder je amerikanischer vielleicht jemand klingt, kennt man ja von sich selber vielleicht auch, desto schöner ist es. Und das wird und wurde sozusagen auch lange Zeit propagiert, dass wir hier wirklich auch einen monolingualen Habitus im Englischunterricht oder auch im Französischunterricht verfolgen, so viel Englisch wie möglich, so wenig Deutsch wie möglich, möglichst sprachbart, immersiver Unterricht, sehr viel Input in der Fremdsprache. Und Butzkamm hat an irgendeiner Stelle mal gesagt, wir reden hier von einer sehr starren Einsprachigkeit, die sozusagen auch den Englischunterricht belegt, also gar nicht so anders als der monolinguale Habitus im Deutschunterricht, auch für den Fremdsprachenunterricht, weil man sich hier eben einfach erhofft, dass dadurch die Kinder besonders gut Englisch lernen. Und ich bleibe jetzt einfach mal beim Englischunterricht. Demgegenüber steht jetzt aber auch diese Förderung von Sprachbewusstheit, Sprachlernbewusstheit, die ja immer auch sozusagen damit verbunden ist, dass wir Sprachen vergleichen wollen, Sprachen, auch unterschiedliche Sprachen sozusagen mit in den Unterricht nehmen, um hier Sprachvergleiche anzustellen. So dass sozusagen es natürlich schwierig wird, hier Sprachen zu vergleichen, wenn wir hier rein monolingual unterwegs sind. Entsprechend müssen wir uns eben nochmal anschauen, was sind eigentlich so die Ziele des Fremdsprachenunterrichts, und die sind zunächst mal so eine funktionale kommunikative Kompetenz in der englischen Sprache, also das ist sozusagen das Ziel, um das kommen wir auch nicht herum, aber wir sehen hier eben auch dieses Thema interkulturelle Kompetenzen, methodische Kompetenzen und damit verbunden natürlich auch Lernstrategien, Lernbewusstheit, ja, und damit verbunden auch die Frage, wie kann ich sozusagen andere Sprachen mit einbeziehen. Meine Kollegin Viviane Lohr, die mittlerweile an der Universität Erfurt lehrt, und ich haben gerade ein neues Heft rausgegeben im fremdsprachlichen Unterricht Englisch, in dem wir uns der Frage gewidmet haben, wie muss eigentlich eine mehrsprachige Diskurskompetenz ausschauen? Also was gehört eigentlich dazu, wenn wir sozusagen jenseits dieser fremdsprachlichen Diskurskompetenz, die rein auf die Ausbildung der englischen Sprache zielt, mehrere Sprachen noch mit berücksichtigt, ohne dass wir sozusagen dieses Bildungsziel Native Likeness in der Fremdsprache aus den Augen verlieren. Und wir kommen hier dazu, dass wir sagen, es gibt einmal so einen kognitiv-interaktionalen Bereich, wo wir natürlich eben schon auch auf die Fertigkeiten, die Ausbildung von Skills im Fremdsprachenunterricht eingehen. Auf der anderen Seite gibt es auch einen affektiven und einen sozial-interaktionalen Bereich, wo es auch um Haltung gegenüber anderer Sprachen geht, wo es eben um das Reflektieren über Sprachen geht, wo es um Sprachbewusstheit geht, das Einschätzen von verschiedenen Situationen. Also sozusagen einmal die kognitive Sprachebene und auf der anderen Seite auch nochmal die soziale und die affektive Ebene. Für uns bedeutet eine mehrsprachige Diskurskompetenz, dass wir einerseits die Fremdsprache, in dem Fall jetzt Englisch oder auch Französisch, ausbilden wollen, gleichzeitig aber eben, und das ist sozusagen die Definition, die wir hier gewählt haben, eine lebensweltliche, multimodale sprachlichen Aushandlungsprozess unter Nutzung des gesamtsprachlichen Repertoires mit dem Ziel der fremdsprachlichen Teilhabe und Entfaltung einer bestimmten Persönlichkeit anstreben. Sprich, wir möchten hier durch verschiedene Ansätze, Methoden versuchen, die Vielsprachigkeit der Schülerinnen und Schüler zu nutzen, die Kenntnisse, die sie haben, über verschiedene Prozesse mit dem Ziel, dann wirklich auch die Fremdsprache, wie sie im Fachunterricht gelehrt werden soll, da sozusagen Grund zu legen, auszubilden, und das unter Zuhilfenahme von Methoden wie beispielsweise das Translanguaging oder auch mehrsprachige Sprachmittlung. Wer von Ihnen im Englischunterricht oder im Französischunterricht tätig ist, weiß, dass wir mit der Sprachmittlung eben Übertragungen machen, und die könnte man beispielsweise eben nicht nur von Deutsch in Englisch oder Französisch machen, sondern natürlich andere Sprachen mit berücksichtigen. Das sozusagen so als einmal so als Aufhänger.
Es gibt mittlerweile auch die Frage danach, wie wir sozusagen stärker nochmal in diesen affektiven Bereich reingehen können, sprich die Entwicklung einer Multilingual Identity, also neben der mehrsprachigen Diskurskompetenz auch die Frage einer mehrsprachigen Identität. Was brauchen wir sozusagen dazu? Und es geht so ein bisschen in diese zweite Richtung, die ich Ihnen eben in diesem Modell aufgezeigt habe. Also was können wir sozusagen im Unterricht dafür tun, um diese mehrsprachige Identität, die viele mitbringen, nicht nur wertzuschätzen, sondern wirklich auch nochmal zu erweitern, aufzubauen, zu nutzen und hier dann entsprechend auch Emotionen, die damit verbunden sind, ja, zu fördern, zu schulen und auch wahrzunehmen. Das Ganze ist natürlich jetzt erstmal sehr abstrakt. Wenn wir dann jetzt sozusagen mal auf die konkretere Ebene gehen, bedeutet das, dass wir hier im Fremdsprachenunterricht sehr viel mit mehrsprachigen Texten arbeiten. Und wir gehen hier vom erweiterten Textbegriff aus. Sprich also alles sozusagen, was eine Bedeutung trägt, wird hier als Text erfasst. Und wir können das sozusagen einmal auf der inhaltlichen, thematischen Ebene greifen, indem wir beispielsweise verschiedene Texte mit reinnehmen, wo es um das Thema Mehrsprachigkeit, um das Thema mehrsprachige Persönlichkeiten, Identitäten geht. Das haben wir ja sowieso im Englischunterricht sehr viel. Das ist sozusagen schon mal ein Bereich der Reflexion, der in diesen Bereich der Mehrsprachigkeit reingeht. Dann haben wir auf der medialen Ebene die Frage, wie können wir sozusagen mehrsprachige Texte, die sozusagen von sich aus auch schon mehrere Sprachen anbieten. Sie kennen vielleicht auch Bilderbücher, die eben in zwei oder drei Sprachen parallel sozusagen angeboten werden. Es gibt natürlich auch Filme mit Untertitel, die wir hier nehmen können. Es gibt verschiedene Spiele, die schon mehrere Sprachen anbieten. Also wie können wir sozusagen auf der medialen Ebene hier schon mal mehrsprachigen Input liefern? Dann gibt es auf der letzten Ebene im personellen Bereich, und das ist sozusagen hier im Bereich des Peer-Learning oder auch in der Lehrerinnen-Schüler-Interaktion und in der individuellen Nutzung, auch nochmal die Möglichkeit, mehrere Sprachen mit einzubringen. Also diese drei Ebenen, die wir hier sozusagen unterscheiden und sehen, so können wir sozusagen auf diesen Ebenen können wir Mehrsprachigkeit mit einbinden. Es gibt so schon 2014 gab es ein Sonderheft in der Zeitschrift für Fremdsprachenunterricht, für interkulturellen Fremdsprachenunterricht, in dem es um das Thema Vernetzung von Sprachen und Mehrsprachigkeitsorientierung ging. Hier waren so erste Ideen, wie man beispielsweise Spanisch mit Englisch verknüpfen kann. Hier gab es auch Überlegungen zum Verknüpfen von Latein mit Englisch und es gab auch sprachfamilienübergreifende Ansätze, Interkomprehension, wie kann ich sozusagen beispielsweise russische Wörter nutzen, um mir eine andere Sprache zu erschließen, wie kann ich aber im Französischunterricht auch englische Begriffe beispielsweise nutzen, um im Französischunterricht mir Dinge zu erschließen, aber natürlich auch entsprechend Sprachen, die sozusagen die Kinder mit in den Unterricht bringen. Diese Ansätze, die waren eben sehr stark auch auf die Vernetzung der Fremdsprachen, die wir in der Schule lernen, gemünzt. Aber es gab sozusagen parallel dazu auch nochmal den Versuch und den Ansatz hier, die Migrantensprachen mit in den Unterricht zu nehmen. Wir haben in einem EU-Projekt damals mehrsprachige digitale Bilderbücher entwickelt, die hier in 5 Sprachen im Angebot waren, die wir eingesetzt haben. Dann gab es verschiedene Ideen, nicht nur von mir, sondern auch von anderen Personen, mehrsprachige Texte, beispielsweise mehrsprachige Gedichte oder mehrsprachige Theaterstücke mit in den Englischunterricht zu integrieren. Und zu guter Letzt hatten wir noch ein digitales Lernspiel, was Sie auch nutzen können, finden werden auf unserer Webseite der Uni Frankfurt von unserer Abteilung. Mélange und You Do It, das sind zwei digitale mehrsprachige Spiele, die man im Fremdsprachenunterricht einsetzen kann. Wir haben ein Heft dazu rausgegeben, das hatte ich vorhin schon gesagt. Das ist jetzt ganz brandaktuell, gerade vor 10 Tagen rausgekommen mit dem Schwerpunkt Mehrsprachigkeit für den Englischunterricht. Und die Frage sozusagen, wie können wir hier wirklich auch genau dieses Ziel, Fremdsprache lernen unter Einsatz von Mehrsprachigkeit, wie können wir das hier machen? Und hier sind sehr schöne Beispiele, wie ich finde, entstanden von verschiedenen Kolleginnen,
beispielsweise eine Situation, dass Kinder und Jugendliche, die in einem Hotel ein Praktikum machen, hier aufgeregt morgens die Personen, die im Hotel sind, morgens in der Eingangshalle hören und hier feststellen, dass die alle in verschiedenen Sprachen sich über was aufregen und müssen sozusagen erstmal rausfinden, worum geht's hier eigentlich. Man hört sozusagen nur so ein Stimmen- und Sprachgewirr und sie stellen dann irgendwann fest, dass ein toter Wal am Strand gefunden wurde und versuchen sozusagen dem Ganzen auf die Spur zu kommen und müssen dazu, wie man hier eben auch sieht, sie landen da an einem Schild, was eben, wie es an Urlaubsorten üblich ist, in verschiedenen Sprachen dort steht und hier sind aber einige durch den Regen schon verwischt, einige Wörter und sie müssen sich sozusagen hier jetzt gemeinsam zusammenschließen und durch Interkomprehensionsstrategien versuchen, jetzt hier die verschiedenen Hinweise zu erschließen. Es gibt eine weitere Idee, da werden sozusagen verschiedene Webseiten von unterschiedlichen Schulen aus unterschiedlichen Ländern sich angeschaut mit dem Ziel, eine englischsprachige Webseite zum Schluss zu erstellen, die aber sozusagen auch dieses Phänomen, wir sind mehrsprachig an unserer Schule, mit aufgreifen. Und das ist sozusagen etwas, was im Englischunterricht projektartig entwickelt wird. Es gibt dieses mehrsprachige Spiel, von dem ich Ihnen berichtet habe, was die Schülerinnen und Schüler erstmal spielen können und dann hier ihren eigenen mehrsprachigen Avatar, also eine Spielfigur, entwickeln, auch auf der Basis der Sprachen, die sie selber sprechen. Sie sollen sich selber auch so eine kleine mehrsprachige Spielszene ausdenken und dazu dann ihre Sprachen verwenden, die sie selbst mit in den Unterricht bringen, aber natürlich das Ganze wieder eingebettet in englische Strukturen, Englisch als Lingua Franca, ist hier sozusagen auch im Fokus. Hier gibt es Beispiele, wie sozusagen auch nochmal mit den Lernenden diskutiert werden kann, wie Sprachen überhaupt entstehen, was sprachliche Wurzeln sind, wo ihre eigene Sprache auch einzuordnen ist, die Erstsprache, die englische Sprache, wie die auch miteinander verwandt oder nicht miteinander verwandt sind. Also hier wirklich auch so eine Sprachbewusstheit zu schaffen, das wird ja so häufig eben gar nicht gemacht im Unterricht. Dann auch haben wir so ein Language-Bingo integriert, wo sich die Lernenden dann gegenseitig auch befragen, rausfinden, wer spricht denn überhaupt welche Sprache hier und wer kann dies oder jenes übersetzen, wer weiß da vielleicht auch irgendwas, also wer träumt in einer anderen Sprache als in Deutsch, also da sozusagen auch sich besser auf dieser sprachlichen Ebene mal kennenzulernen. Es gibt ein weiteres Beispiel, wie beispielsweise Medien genutzt werden, um sich mit Eltern, Großeltern, vielleicht auch in anderen Ländern zu unterhalten. Auch mal dieses Thema Mediennutzung. Ja, wo nutze ich vielleicht welche Sprache? In welchen Sprachen schaue ich mir YouTube-Videos an? Mit wem kommuniziere ich denn über WhatsApp? In welcher Sprache? Auch hier sozusagen, dass die Kinder sich mal gegenseitig befragen. Dann haben wir so ein Beispiel, wie Kinder mehrsprachige lyrische Texte erkunden, herausfinden und selber auch solche Texte produzieren, wo sie ihre verschiedenen Sprachen auch verwenden, um ein englischsprachiges Gedicht zu schreiben unter Einbezug anderer Sprachen, um hier sozusagen auch so eine kreative Komponente mit reinzubekommen. Das sind alles Beispiele, die Sie in diesem Heft finden. Es gibt aber eben, wie gesagt, Sie finden mittlerweile auch doch ein paar mehr Beispiele, Hinweise darauf, wie Sie viele Sprachen mit in den Englischunterricht oder auch in einen anderen Fremdsprachenunterricht mit einbeziehen können. Und die Frage ist dann natürlich immer sofort, ja, was bringt's denn? Also können wir denn da hier irgendwas erkennen, dass das da auch, ja, dass es auch gute Effekte hat? Und da muss man sich natürlich fragen, was will man denn eigentlich? Und hier schauen wir natürlich immer wieder auch auf die Frage, bringt es auch etwas für die Aneignung der Fremdsprache? Und hier haben wir doch schon auch erste Hinweise darauf, dass es doch sehr förderlich sein kann. Beispielsweise hat John Alvarez in Kalifornien eine Untersuchung durchgeführt, in dem er chinesische Schülerinnen und Schüler die muttersprachliche Variante eines Textes zur Verfügung gestellt hat, während sie sozusagen Englisch, in dem Fall die Fremdsprache, die sie gelernt haben, auch diese Texte gelesen haben.
Und er konnte sehen, dass wenn sozusagen diese Zweisprachigkeit an Texten im Unterricht oder zumindest parallel zur Verfügung gestellt wurde, dann haben die sozusagen die Quantität ihrer mündlichen Beiträge erhöht und auch die Qualität wurde besser. Also sprich, sie haben sozusagen die muttersprachliche Variante des Textes so als Ressource genutzt und dadurch sind die aktiver geworden in der Mündlichkeit. Sie haben einfach sich besser äußern können zum Text. Sie konnten qualifiziertere Beiträge zum Text leisten. Jim Cummins, der Ihnen ja wahrscheinlich ein Begriff ist, hat sogenannte Identity-Texts verfassen lassen mit seinen Lernenden. Die durften eben frei sozusagen entscheiden, einen englischsprachigen Text schreiben und frei entscheiden, welche Sprache sie da noch mit einbeziehen möchten, um sozusagen über sich zu schreiben, zu sprechen. Magdalena Meyer aus Österreich hat auch mehrsprachige Texte verfassen lassen in einer österreichischen Schule und beide kommen zu dem Schluss, dass diese Möglichkeit sozusagen neben der Fremdsprache oder neben der Zweitsprache auch noch andere Sprachen verwenden zu dürfen, das Sprachenselbstbild positiv beeinflussen und auch zur Reflexion und die Bedeutung über die eigene Mehrsprachigkeit anregen. In der Reanalyse der DESI-Studie haben Göbel und Philow einen positiven Zusammenhang auch zwischen Sprachlern-Transferunterstützung und Sprachlernleistung im Fach Englisch festgestellt. Also auch hier, wenn ich sozusagen die Möglichkeit habe, auf andere Sprachen zurückzugreifen, dann habe ich hier sozusagen auch die Möglichkeit, mir die Fremdsprache einfach nochmal besser anzueignen. Viviane Lohr hat eine Untersuchung in der Grundschule gemacht zur Sprachlernbewusstheit auf kognitiver und affektiver Ebene. Sie hat mit mehrsprachigen Texten gearbeitet und hier geguckt, inwieweit sich sozusagen dadurch auch Sprachlernbewusstheit entwickelt und erhöhen kann. Und genau das ist in ihrer Studie, die sie im experimentellen Design aufgesetzt hat, auch passiert. Die Kinder, die mit mehrsprachigen Texten gearbeitet haben, haben Sprachvergleiche angestellt, haben ganz bewusst sozusagen verschiedene Aspekte entdecken können in ihrer eigenen, in ihrer ersten Sprache, aber auch in der Fremdsprache. Holger Hopp und Kollegen haben auch im Englischunterricht in der Grundschule einen Fokus auf explizite Sprachvergleiche und Language Awareness gemacht, auch sozusagen mehrsprachige Unterrichtsansätze hier ausprobiert und kommen ebenfalls zu positiven Zwischenergebnissen, insbesondere zum Thema Language Awareness, also Sprachbewusstheit. Positive Effekte wurden auch im Bereich der Erweiterung von Wortschatz festgestellt, wenn wir sozusagen mit mehrsprachigen Ansätzen auch Scaffolding, so dass wir praktisch auch Schülerinnen und Schüler dazu auffordern, ihre Erstsprachen zu nutzen, in verschiedenen Situationen hier auch als Ressource zu nutzen, kann das sozusagen dazu führen, dass hier auch der Wortschatz erweitert wird, auch in der Fremdsprache. Eine Studie, die auch Vera Busse von der Uni Münster durchgeführt hat. Hier wurden in der Grundschule mehrsprachige Vokabelspielchen eingesetzt und sozusagen auch mehrsprachige Ressourcen aktiviert. Und hier konnte man erkennen, dass sich dies auch lernförderlich auf den Erwerb von Wortschatz in der Fremdsprache Englisch auswirkt. Ähnlich positive Ergebnisse haben wir in unserer eigenen Studie entdecken können. Hier haben wir uns die Auswirkungen von dreisprachigen digitalen Storybooks angeschaut auf das fremdsprachliche Textverstehen, in dem Fall Fremdsprache Englisch. Und es ging hier um eine Gruppe in der Grundschule. Und wir haben uns angeschaut, inwieweit die Arbeit mit dreisprachigen Texten dazu führen kann, dass sich die Kinder einerseits besser Texte erschließen können, dass sie also sozusagen ein höheres Textverständnis haben und auf der anderen Seite, inwieweit sich sozusagen die Arbeit mit diesen dreisprachigen Büchern auch nochmal auf den Erwerb von Wortschatz auswirkt. Und so sah das Ganze aus. Wir haben hier eine digitale Variante dieses Bilderbuchs verwendet in drei Sprachen. Die Kinder konnten hier freiwillig sozusagen switchen zwischen den Sprachen Englisch, Deutsch und Türkisch. Während sozusagen die Experimentalgruppe diese dreisprachige Variante hatte, hatte die Kontrollgruppe eine einsprachige, nur rein englischsprachige Variante. Die konnten also nicht switchen.
Und wir haben die Kinder jeweils in Pärchen zusammengeführt, sodass die immer zu zweit am Computer saßen. Die haben am Anfang so ein kleines Warm-up gemacht. Dann haben die mit dieser Software MOVEit gearbeitet. Und zum Schluss haben wir eben einen Posttest gemacht, in dem wir dann sozusagen bestimmte Zielworte abgefragt haben, geguckt haben, was haben die sich gemerkt und eben Fragen zum Textverständnis gestellt haben. Und das, was wir hier sehen konnten, war, dass die Kinder, die mit der mehrsprachigen Variante gearbeitet haben, tatsächlich auch ein höheres Textverständnis hatten. Dies galt sowohl für die mehrsprachigen Lernenden als auch für die Kinder, die quasi erstmal mit einer Sprache, nämlich einen deutschsprachigen, einsprachigen Hintergrund hatten. Wir haben sozusagen die Kinder auch in den Dyaden unterschiedlich zusammengesetzt und wir konnten sehen, dass hier sozusagen alleine sozusagen die Möglichkeit, die mehrsprachige Ressource auf Textebene zu nutzen, dass die dazu geführt hat, dass die Kinder den Text besser verstanden haben, egal sozusagen in welchen Konstellationen die hier zusammengesessen sind. Etwas anders hat sich das dargestellt beim Thema Vokabellernen. Also hier konnten wir sehen, dass zunächst mal kein Unterschied, ob die nur mit der einsprachigen oder mehrsprachigen Variante gearbeitet haben, gab es keinen Unterschied im Vokabelzuwachs. Allerdings haben wir dann sozusagen nochmal eine weitere Analyse vorgenommen, wo wir uns so die Frequent Words angeschaut haben, also die häufig vorkommen im Text. Und da konnten wir sehen, dass das sozusagen in der mehrsprachigen Variante für die Pärchen von Vorteil war, die auch mehrsprachig zusammengearbeitet haben. Also wir hatten hier Kinder, die sozusagen Türkisch und Deutsch gesprochen haben, in einem Pärchen zusammengearbeitet haben, die dann mit der mehrsprachigen Variante gearbeitet haben. Bei denen konnten wir dann sehen, dass die sich dann auch mehr Vokabeln zum Schluss gemerkt haben, so dass wir auch hier sagen können, dass die mehrsprachige Variante auf jeden Fall von Vorteil sein kann. Wenn wir uns sozusagen auch nochmal anschauen, Wirkungen und Nebenwirkungen auf unterschiedlicher Ebene, wir haben hier beispielsweise einen Auszug von Julien Kutrim-Schmidt, die sich auch mit dem Thema Einsatz von mehrsprachigen Texten, aber auch mehrsprachiger Peer-Interaktion befasst. Sie sagt, oder das ist die Quintessenz aus ihren verschiedenen Ansätzen und Studien, oder sie zitiert hier sozusagen einen Lernenden: I think it's boring if you now only speak English, enhancing learner investment in EFL learning through the use of plurilingual tasks. Die Schülerinnen und Schüler, wenn sie es sozusagen einmal auch gewohnt sind, mit mehreren Sprachen zu arbeiten, können hier sozusagen auch auf affektiver Ebene einen positiven Effekt feststellen. Wir sehen auch in der eingangs zitierten Studie von Binanzer und Jessen, dass sich die mehrsprachigen Lernenden mehrheitlich wünschen, dass ihre Herkunftssprachen in der Schule auch häufiger verwendet werden können, einmal proaktiv, dass sie auch wünschen, dass sozusagen die Herkunftssprachenkenntnisse von den Lehrkräften stärker berücksichtigt werden. Aber sie wünschen sich auch, dass ihre Mitschülerinnen und Schüler mehr Interesse an ihren Herkunftssprachen zeigen. Also wir können schon sehen, dass da sozusagen einmal positive Effekte auf der einen Seite zu verzeichnen sind mit Bezug auf den Lernzuwachs, aber eben auch auf affektiver Ebene dieser Wunsch durchaus auch da ist. Trotzdem sehen wir, dass Lehrkräfte insgesamt eher zurückhaltend sind in Bezug auf die Umsetzung. Einmal natürlich vielleicht, weil sozusagen Handlungskompetenzen auch fehlen, aber auch, weil es sozusagen ambivalente Einstellungen in Bezug auf den Nutzen von mehrsprachigen Ansätzen gibt. Eben das, was ich vorhin gesagt habe, lernt man denn die Fremdsprache Englisch genauso gut, wenn ich da noch andere Sprachen mit zulasse, oder sollte ich eben einsprachig agieren? Und auch hier ein Zitat von Julien Kutrim-Schmidt, die sagt: The main implication that can be drawn from our findings is that the integration of plurilingual-inspired pedagogies in the foreign language classroom does not involve necessarily a drastic reformulation of learning goals and teaching procedures, but mainly a change in teachers' attitudes towards plurilingualism in the classroom. Das ist also die beruhigende Message. Sie müssen kein Hexenwerk, kein Feuerwerk, kein mehrsprachiges da anlegen, sondern es beginnt sozusagen auch erstmal mit dem Verständnis und der Einstellung, dass mehrere Sprachen, Mehrsprachigkeit wirklich auch wirkungsvoll sein können. Und das ist etwas, was wir auch als Grundlage genommen haben für eine Fortbildung, die wir hier an der Uni implementiert haben. 6 Monate lang haben wir in unserem Qualitätsoffensive-Projekt eine mehrsprachige Fortbildung angesetzt mit verschiedenen Modulen, wie Sie hier die sehen können.
Wir haben hier verschiedene Aspekte immer wieder sozusagen einmal das Thema Mehrsprachigkeit theoretisch aufgerollt, mit den Lehrkräften auch mehrsprachige Unterrichtspläne und Unterrichtsideen entwickeln lassen, die das auch ausprobieren lassen im eigenen Unterricht. Und dann gab es sozusagen auch immer wieder eine Feedback- und Reflexionsschleife. Ich glaube, das überspringe ich hier jetzt einfach gerade mal. Das sind so Auszüge. Wir haben mit Videos gearbeitet. Wir haben mit verschiedenen Unterrichtsideen, Beobachtungsaufgaben gearbeitet. Wie können sozusagen sprachliche Ressourcen genutzt werden? Wir haben hier verschiedene unterrichtspraktische Entwürfe entwickeln lassen, mit den Lehrenden gemeinsam sozusagen auch Überlegungen angestellt, wie passt es gerade in ihren jetzigen Unterricht, wie können hier auch andere Sprachen mit einbezogen werden. Das sind sozusagen einfach nur Beispiele, wie wir sie genutzt haben, aber da würde ich jetzt nochmal drüber gehen. Und ich glaube, das, was interessant ist, ist, dass die Lehrkräfte eben, nachdem sie 6 Monate lang an diesem Thema gearbeitet haben, dass sie uns angegeben haben, dass die Teilnahme an dieser Fortbildung, wo sie sich wirklich intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt haben, ihren sozusagen die Kompetenzen in diesem Bereich wirklich auch gefördert haben, dass die Inhalte der Fortbildung sozusagen auch wirklich einen starken Bezug zu dem hatten, was sie im eigentlichen Unterricht auch machen und gewollt haben und dass sie sich nach dem Besuch der Fortbildung auch darauf vorbereitet gefühlt haben, die sprachlichen Ressourcen ihrer Schülerinnen und Schüler mit einzubringen. Und hier bezog sich das eben auch auf den Fremdsprachenunterricht. Aber wir hatten auch Lehrkräfte dabei, die nur im Deutsch als Zweitsprachebereich tätig waren. Und das ist sozusagen so die Quintessenz. Müssen Sie sich nicht alles durchlesen, aber ich finde das erste Beispiel wirklich ganz hilfreich, um zu erkennen, eine Lehrkraft sagt, ich bin an die Fortbildung herangegangen und habe gedacht, es ist halt irgendwie so ein Nischenthema. Und da hat sich aber dann doch eine ganz schöne Veränderung vollzogen. Und ich glaube, das ist so ein wesentlicher Punkt und vielleicht auch was Sie heute hier mit rausnehmen können. Es ist gar nicht so ein Nischenthema, wie Sie sehen, sondern wir haben sehr viele mehrsprachige Schülerinnen und Schüler im System und entsprechend vielleicht auch etwas, was eine wichtige Komponente im Unterricht sein kann. Die zweite Lehrkraft sagt eben, wie können wir es dann auch in die Lehrpläne reinbringen? Wir erkennen sozusagen jetzt auch, dass es wichtig ist. Und auch eben diese Frage, wie können wir hier sozusagen über verschiedene Phasen auch nochmal überlegen, wie wir das Thema Mehrsprachigkeit besser implementieren können. Und die letzte Lehrkraft unten sagt, von der Fortbildung habe ich gedacht, dass es schwer ist, die Mehrsprachigkeit der Schülerinnen und Schüler zu nutzen und habe es dann für mich während der Fortbildung gelernt. Es ist eigentlich gar nicht so schwer und es bringt den Schülern ganz, ganz viel. Das ist sozusagen das, was sie aus ihrem eigenen Unterricht mit rausnimmt. Und deshalb ist sozusagen mein Fazit für heute, probieren Sie es vielleicht einfach selber mal aus, wenn Sie die Möglichkeit jetzt haben und vielleicht hier heute ein paar Ideen bekommen haben. Und jetzt freue ich mich einfach auf Fragen, die Sie stellen dürfen.